sind heute bei den Summer Nights hier im Holiday Park. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video, zu meinem ersten Video dieses Jahr aus dem Holiday Park. Ja, ich habe es dieses Jahr noch nicht in den Holiday Park geschafft. Jetzt ist es soweit, denn die Summer Nights starten heute. Jeden Samstag bis 3. September hat der Park bis 23 Uhr geöffnet mit speziellen Programmpunkten. Und wir sind heute zur ersten Summer Night hier und ich zeige euch gleich, was der Park alles zu bieten hat an diesem besonderen Tag. Ja, wir wollen gleich zuerst das Meet and Greet von Paw Patrol machen um 13.30 Uhr, aber es gibt viermal, also man kann die viermal pro Tag treffen. RPR1 ist übrigens auch hier heute und ich glaube, der DJ heute Abend ist auch von RPR1. Ihr seht, es gibt Mayas Überraschungsshow, eine Mini Paw Patrol Show, eine Dino Adventure Show und dann ab 20 Uhr ist Party Time und um 22.45 Uhr gibt es ein großes Feuerwerk hier am Platz der Fontänen. Und ihr seht dann mal hier unten gibt es auch nochmal einige Meet and Greets. Und ja, also richtig cooles Programm hier wird aufgefahren und es gibt natürlich auch Angebote für den Samstag. Und ihr seht, irgendwie 1 Euro kostet Heidis Stift, Plüschtiere, könnt Basketball spielen, 4-für-2 Ballspiele. Jahreskartenrabatt gibt es auch, 10 Euro für die Jahreskarte, also richtig gut. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir gleich Paw Patrol treffen. Da sind sie, Paw Patrol. Ich weiß leider nicht ihre genauen Namen. Habe ich noch nie gesehen. Oh nein, jetzt ist er fast gestolpert. Weil er so fasziniert von Brina war. Isabella! Ja, das Meet and Greet vom Paw Patrol findet eigentlich direkt neben dem Freefall Tower statt. Da seht ihr sie. Und natürlich sind sie sehr beliebt, deswegen ist die Schlange auch nicht gerade kurz. Muss auf 05. Gut. Ja, wir haben jetzt Paw Patrol getroffen. Wir haben, ich glaube, 10 Minuten gewartet. Also ging relativ schnell, aber man muss sagen, die Leute sind hier so ein bisschen chaotisch unterwegs. Also die drängeln sich dann vor und es ist irgendwie nicht so gesittet. Also ja. Nicht wie im Disneyland. Nee, im Disneyland ist das alles viel geordneter. Aber war trotzdem schön und ich sag mal, der Mitarbeiter beeilt sich. Also man hat auch nicht so viel Zeit, mit den Charakteren zu quatschen. Ich kenne die sowieso nicht, ich habe noch kein Paw Patrol geguckt. Simone ist nicht wie ein hobbelnder Duracell-Hase darum. Nee, ich war heute sehr gesittet. Ja, die hat nicht mal Hallo gesagt. Ich habe nicht mal. Doch, ich habe Hallo gesagt. Ja, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe Hallo gesagt und dann habe ich mich direkt zu denen gestellt. Heute nicht so viel Kommunikation mit den Charakteren, aber ich habe auch nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was die machen. Ist ja auch eher so eine Kinderserie. Vielleicht ein paar Jahren, wenn ich ein Kind habe, aber dann ist wahrscheinlich irgendein anderer geiler Shit im Fernsehen. Wir sind ausgestattet mit der GoPro und es geht jetzt auf GeForce. Ich freue mich auf eine leichte Brise, weil es ist schon relativ warm. Thank you.
Schweine. Eine Runde G-Force, also macht immer wieder Spaß, die Bahn zu fahren. Und ja, jetzt wollen wir kurz Päuschen, Haare bürsten, dann gehen wir gleich zur Paw Patrol Show. Ja, wir haben jetzt hier einen Platz bekommen vor der Bühne, sitzen zwischen hunderten anderen Kindern, ja, und ihren Eltern. Wir haben keine, aber egal. Wir gucken uns die Show an, ich bin sehr gespannt. Paw Patrol ist ja der neue heiße Scheiß für Kinder, ne? Hä? Neu? Ja. Schon seit ein paar Jahren. Also, ich habe ja keine, auch im Familienkreis nicht, deswegen habe ich da jetzt nicht so eine Verbindung dazu. Gleiches Heulen, um Sie hier zu begrüßen. Also, eins, zwei, drei. Und jetzt noch mal etwas lauter, damit unsere Freunde hören, wie sehr ihr euch auf den Freundschaftstag freut. Eins, zwei, drei. Wie viele Freunde heute hergekommen sind, Marshall? Das ist wirklich eine Riesentruppe, Chase. Guck mal, Sky ist so aufgeregt, dass sie herumsaust wie verrückt. Ja, ich bin der Flughund. Ups, nichts passiert. Viele neue leid. Freunde. Hallo, neue Freunde. Wie geht es euch? Wir sind froh, dass ihr hier seid. Hoch mit der Pfote. Herzlich willkommen. Mit Ihnen reden. Und Leckerlis teilen. Und was ist mit unseren neuen Freunden? Was macht ihr gern mit euren Freunden? Das sind alles tolle Ideen. Hat jemand Spiele spielen gesagt? Ja! Was noch? Oh, na klar doch. Tanzen! Ach, ich kenne einen großartigen Tanz. Wir auch. Den Bell Bell Boogie. Kennt ihr diesen Tanz? Ja! Wirklich? Pfotenstark! Wollt ihr ihn mit uns tanzen? Ja, also die Paw Patrol Show ist wirklich süß gemacht, also für Kinder perfekt. Richtig schöne Mitmachaktion und ja, für Erwachsene kann man mal gucken. Wie gesagt, Mirina hat auch mal mit den Händen gewackelt. Und jetzt brauchen wir eine Abkühlung, es ist nämlich super, super heiß und wir fahren eine Runde Dino Splash. Vivi und Kevin warten da schon auf uns und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich werde heute etwas nasser als, also irgendwie werde ich nie das so wirklich. Immer trifft es die anderen. Mal gucken. Rina hat gleich ihre Duschhaube. Sie hat schon eine Duschhaube in der Hand. Ich ziehe nur meine, mache nur meine Haare zusammen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der Foto so früh kommt. Also Dino Splash hat Spaß gemacht, aber ich bin sehr enttäuscht. Ich bin echt gar nicht nass geworden. Einmal nur, wo die Besucher einen abspritzen können. Da hat mich so ein Junge abgespritzt mit Wasser, aber sonst
war ich relativ trocken. Was doof ist. Fahren vielleicht später nochmal Wiki Splash. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen erfrischter werde. Wir sind jetzt hier wieder am Platz der Fontänen und gucken uns die Dino-Show an, Dino-Adventure. Irgendwie soll ein Ei schlüpfen, hat Vivi erzählt, mal gucken. Dann gehen wir noch zu, da gehen wir jetzt Churros essen und entspannen ein bisschen an der Beachbar. Oh, endlich, ich bin ja so aufgeregt. Es muss einfach alles perfekt sein für diesen super tollen Tag. Wie sieht's denn hier aus? Das gibt's doch gar nicht. Muss ich erstmal hier sauber machen? Nein. Oh, so viele Leute! Wer seid ihr denn? Ich bin Bob, der Dino Ranger. Ihr seid sicherlich alle aus dem gleichen Grund hier wie ich, oder? Rotlampe installiert, dass das Dino-Ei auch schön warm bleibt. Und da vorne, da habe ich eine Kuscheldecke hingelegt, dass das Dino-Baby, wenn es schlüpft, schön weich liegt. Und ach, da ist ja die Tama. Was für eine schöne Landschaft hier. Und so viele schöne Pflanzen. Und... Ah, hallo Kinder! Seid ihr auch alle hier, um den Dschungel zu erkunden? Aber ich glaube, wir schauen mal, was das für ein Ei ist, oder? Oh Mist, kein Empfang hier. Was machen wir denn jetzt? Ah, wie schwer ist das Ei überhaupt? Aber habt ihr Zahnschmerzen alle? Hä? Wir wissen aber noch gar nicht, was das überhaupt für ein Ei ist, oder? Wir schauen mal nach. Immer noch kein Empfang. Der Empfang hier ist ja schlechter als im Saarland. Oder? So, schauen wir doch mal nach. Was ist das für ein Ei? Kinder, das ist die Dino-Ei! Was machen wir denn jetzt? Was mache ich bloß? Wenn die Dino-Mama davon erfährt, die wird nicht begeistert sein, oder? Aber es gibt ja gar keine Dinos. Aber was ist denn doch? Liebe Kinder, hier kommt... Liebe Kinder, hier kommt Rex! Ja, Rex, ist ja gut. Ich bin genauso aufgeregt wie du. Folgendes ist passiert. Ich wollte meinen Ersatzakku hinten in meinem Büro holen und in der Zwischenzeit ist ein Dieb vorbeigekommen und hat einfach das Dino-Ei mitgenommen. Dino Baby, ist es nicht süß? Endlich ist es geschlüpft. Schaut es euch an. Schau mal, Rex, du hast es ja in deinen Verwandten. So, und jetzt kommen wir zu dir. Was fällt dir ein? Also ich fand die Dino-Show wirklich sehr witzig und ja, echt gut gemacht. Natürlich wieder, um die Kinder zu animieren, mitzumachen und so. Aber ja, ich fand es trotzdem sehr amüsant und kann man sich mal anschauen. Natürlich knallte halt extrem die Sonne auf dem Platz. Wir gehen jetzt mal eine Runde Churros essen, einen kleinen Snack. Und dann gucken wir mal, ob wir noch eine Runde Skyscoop fahren oder erst an die Beachbar gehen. Genau. Er hat es auch gesagt. Wir sind jetzt hier im Wikiland und ich bin tatsächlich noch nicht die große Welle gefahren. Das ist ja der Disco Coaster hier im Wikiland. Ich bin sowas ähnliches mal in Abu Dhabi gefahren, in den Warner Bros. Studios. Und ja, da gehe ich jetzt drauf alleine. Brina hat nämlich gar keine Lust drauf. Also eben, sie mag es halt nicht. Also die große Welle ist ganz nett, macht Spaß, hat mal ein bisschen Wind um den, so eine kleine Brise bekommen. Ja, ist aber nichts Spektakuläres, aber man hat eine schöne Aussicht über das Wikiland, kann man mal machen. Jetzt gibt es Churros mit der, die, das richtigen Nutella. Ja, für uns gibt es jetzt die besagten Churros, ja, wirklich sehr, sehr lecker, kann man nur empfehlen, kosten 7 Euro mit Nutella, Zimt und Zucker und wir lassen uns das jetzt schmecken, wir teilen uns die Portion, weil die schon
relativ groß ist. Ich nehme mal die, die auf den Tisch gefallen ist. Hä? Wenig Nutella. Das stimmt, ist wenig Nutella. Müssen wir uns sparsam aufteilen. Ja, es wird ja tatsächlich was Neues gebaut hier im Holiday Park. Und zwar ein Wasserspielplatz, der nächstes Jahr eröffnen wird. Mit Wasserrutschen und vielen interaktiven Wasserelementen. Ich bin sehr gespannt, gibt es ja auch schon in anderen Plopsa-Parks. Und das heißt nächstes Jahr Bikini einpacken. Wir haben es zur Beachbar geschafft. Und für uns gibt es ein Strawberry Frozen Daiquiri. Kostet 6,50 Euro und ja, den lassen wir uns jetzt schmecken. Und noch eine Sache, mir ist es auch schon mal das zweite Mal jetzt passiert, dass man im Holiday Park nicht mit Karte zahlen kann. Und deswegen habe ich ein bisschen Bargeld mitgenommen, aber jetzt auch nicht allzu viel. Wir wollen ja später auch noch was essen gehen. Und wir haben jetzt uns die Frozen Daiquiris geholt, die musste ich jetzt bar bezahlen, weil angeblich das Kartenlesegerät nicht funktioniert. Vivi hat heute Morgen oder heute Mittag noch schon damit, also heute Mittag war es, das war ja nach 12, damit bezahlt, da ging es auch noch, jetzt geht es auf einmal nicht und Vivi hat nur gesehen, dass da drauf steht, dass man Papier einlegen muss. Ja, also die Mitarbeiter sind hier nicht so kompetent, das Wort habe ich gesucht. Und wenn wir noch einen trinken wollen, dann wird's knapp mit meinem Bargeld. Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen länger hier an der Beachbar gesessen, zwei Frozen Daiquiri getrunken, Silas und Susi kamen noch zu uns und haben uns sehr unterhalten. Und jetzt fahren wir eine Runde Skyscream. Und gefüttert hat sie, genau. Sie hatte nämlich eine Snackbox dabei zum Selbstversorgen mit Karotten und Crackern. Vielen Dank, Susi. Also Skyscream gut vertragen nach zwei Frozen Daiquiri. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall was essen. Aber ich finde, Skyscream macht echt immer richtig viel Spaß und gefällt mir mega gut. Die Fahrt ist ein bisschen kurz, aber trotzdem Daumen hoch für Skyscream. Ja, wir haben uns das zu essen geholt und hier in der Nähe von GeForce gibt es jetzt hier so Pulled Pork Burger. Camp Kitchen, sieht richtig gut aus, muss ich sagen, auch richtig viel Pulled Pork. Dazu eine Pommes und ein Getränk und das Menü kostet tatsächlich 15 Euro und wir teilen uns noch die Nuggets. Also wir haben jetzt insgesamt für die beiden Menüs und die Nuggets 43 Euro bezahlt. Ja, gibt zwei Getränke. Guten Appetit, 43. Ja, 43. Wir runden hier auf. Ja, ich hänge hier so ganz auf 7:30, aber ich bin gerade irgendwie am Essen so ein bisschen müde, aber gleich fängt die Party an, dann geht's wieder wohl los. Wir reden da gerade die ganze Zeit über Orlando und was wir anziehen und Prina meinte so, es könnte eigentlich morgen schon losgehen. Ja, aber du hast noch kein Esther, das geht nicht. Ja, kann noch nicht. Also Prina hat noch kein Esther, deswegen kann sie morgen noch nicht fliegen. Es ist aber nicht mehr lang. Es sind nur noch knapp 1,5, 1,75 Monate. Geht schnell vorbei. Ja, aber gleich geht die DJ-Party los und dann wollen wir noch kurz GeForce fahren, so in der Dämmerung und Free...
Wie hat mir das Essen geschmeckt? Stimmt, das wollte ich eigentlich erzählen. Das war der Grund. Also ich fand den Pulled Burger ganz in Ordnung. Mir hat es ganz gut geschmeckt. Die Pommes waren mir viel zu dick. Ich mag halt nicht so 50 cm Pommes. Wo man halt, also mir sind die zu kartoffelig. Ich mag das nicht persönlich, aber das ist ja Geschmackssache. Ich mag eher dünne Pommes. McDonald's Pommes unter anderem. Ja, die Chicken Nuggets fand ich wirklich gut und wir sind beide satt. Also ist in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Nächstes Mal Spaghetti Bolognese. Kann ich ein Schnitzel essen und du Spaghetti Bolognese? Ich hatte die Woche schon viermal Pasta, deswegen beim nächsten Mal. Wir haben Brina verloren. Nein, wir haben sie beim DJ gelassen. Sie hatte keine Lust. Brina ist in guten Händen. Brina ist in guten Händen, in ihrem Element. Und die Sonne geht so langsam unter. Wir fahren jetzt eine Runde Wiki Splash. Ich bin ja nicht nass geworden bei Dino Splash. Dann wollen wir noch eine Runde Freefall Tower fahren und GeForce. Dann werden wir noch ein bisschen abdancen und dann gibt es ja noch zum grünen Abschluss heute Abend ein Feuerwerk. Guck mal hier. I'm
kleinen Ausschnitt vom Feuerwerk gesehen. Es ist wirklich super schön. Und dazu muss man sagen, die Summer Nights sind in eurem Tageseintritt und in eurer Jahreskarte inklusive. Das heißt, ihr müsst für dieses Event nichts extra bezahlen. Ist natürlich eine super, super coole Aktion. Und wie gesagt, es ist noch insgesamt an 6 Wochenenden, an 6 Samstagen bis 3. September. Und ja, nutzt die Chance, wenn ihr noch Zeit habt, kommt vorbei. Alle Paw Patrol Fans, ich muss ein bisschen vorlaufen, weil Bina hinter mir am Quatschen wird, ist, ja, wir müssen jetzt durch die ganzen Menschen, werden wahrscheinlich ewig brauchen, um nach Hause zu kommen. Also erstmal rauszukommen und ich muss dann auch 2 Stunden nach Hause fahren. Aber ich finde es wirklich ein schönes Event. Nutzt es, wenn ihr in der Nähe wohnt oder eine Jahreskarte habt. Auf jeden Fall ein Besuch wert immer der Holiday Park. Wir hatten wirklich einen schönen Tag, haben ganz viele liebe Menschen getroffen, wie Kevin, Sven mit seinem Mann. Und ja, wir verabschieden uns jetzt, es ist spät und ich hoffe, das Video aus dem Holiday Park hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!